Hallo, liebe Speicherfreunde, willkommen in unserer Speicherstadt. Ich bin der Professor. Und ich bin der Bullige von der Redaktion Holtex und wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ja, heute befinden wir uns hier in unserem Neubau der Stadt, Neubaugebiet, unsere Speicherstadt. Und heute wollen wir das erste kleine Lagerhaus vorstellen. Ich fliege mal drum rum. Hier sind ein paar Bäume im Weg. Von der Seite gibt es nicht viel zu sehen. Und von vorne sieht das Ganze so aus. Also nichts Spektakuläres, aber was hier besonders auffällt ist, dass wir diesmal keinen normalen Stein genommen haben, sondern wirklich solche Ziegelsteine. Und wir haben hier ein paar Muster reingebracht mit den Treppen. Und sonst ist das alles sehr schlicht gehalten. Die Zwischenwände... So gesehen, der kleine USB-Stick für unterwegs. Ja gut, ich weiß nicht, ob man das Lagerhaus in die Tasche kriegt, aber man kriegt die Tasche ins Lagerhaus. Ja, dafür ist es prädestiniert. So, wir haben hier eine hölzerne Seitenwand und ein Steindach. Ja, das sind einfach ganz normale Ziegel. Wie auch immer. Gehen wir rein, ne? Ja. Möchtest du vorgehen? Ich mach die Tür auf. Wir haben extra große Türen, damit wir auch hier mit den Karren reinkommen. Da müssen die Männer nicht alles viel schleppen. Das Interieur besteht vorwiegend aus Lagergedöne. Wir sehen hier ein paar Kisten, ein paar Fässer. Dann haben wir hier noch in der Ecke eine große Kiste. Immer mal wieder eine Truhe dazwischen. Ist mit Gas gefüllt, die große Kiste hier. Ne? Ja, oder da sind Ninjas drin, die sieht man nur nicht. Ah, das stimmt. Eingekehrte Ninjas im Lagerhaus. Ja, die schmuggeln sich so hat rein. Hat jeder Lord so. Also das Geschenk oder diese Kiste wird hier an den König verfrachtet, geliefert. So, dann haben wir hier noch ein paar Säcke. Also ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber mit viel Fantasie soll das ein Sack sein. Ne, hier, das nehme ich mit dem Blumentopf oben drauf. Hier haben wir den auch nochmal. So. Der ist oben zugebunden. Mit einer Handschnur. Ja. In der Mitte sehen wir ein kleines Regal. Ja. Und wir haben noch ganz viele Fässer. Sind die voll oder leer? Die Hälfte ist voll, die andere Hälfte ist leer. Ja, genau. Ja gut. Blöde Frage. In der Mitte ist noch ein großes Fass. Das ist auch halb voll. Halb voll? Kann man mal reingucken? Nee. Diesmal darf man hier nicht reinschauen. Ja, wir haben dann natürlich noch den Dachstuhl hier. Ziemlich niedrig, nicht ausgebaut. Also so ein offenes Dach. Das finde ich eigentlich sehr cool. Und man sieht, man kann halt hochgucken. Ah, da sieht man auch Spinnenweben. Aber sonst nichts Besonderes. Durch die Tür sind wir reingekommen. Ich glaube, durch die andere gehen wir raus. Ja, folgt mir. Lass ich mich gerade eine Frage kommt mir da gerade auf zu den Fässern. Hat unsere Brauerei eigentlich ein Mehrweg-Pfandsystem? Oder schmeißen die Fässer danach weg, die Kunden jetzt irgendwie ausgeliefert werden? Da sagst du mal so. Nee, die Fässer, die werden nach Afrika verschifft und dann werden daraus Pullis gemacht. Aha, so funktioniert das. Ja. Natürlich haben die ein Pfandsystem. Auch im Mittelalter gab es schon ein Pfandsystem, sonst wäre das ja ein bisschen verschwenderisch, ne? Vielleicht mussten die Fässer mitkaufen und konnten die wieder verkaufen bei der Brauerei. Das könnte natürlich sein. Ne? Ja. Gut. Ich denke, das war's auch mit dem Video. Ihr seht, wir sind hier kräftig am Bauen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis nächstes Mal. Wiederschauen. Auf Wiederschauen.